Oh, ich muss weg. Ja, die Bikes sind da. Was? Jetzt schon? Bausatz. Der ist ja noch gar nicht fertig. Und wer baut das Ganze jetzt auf? Pass auf, ich habe da einen Vorschlag. Okay. Ich habe ja vorgelegt den FDP-Test, da holst du jetzt hier auf. Okay, der Punkt geht an dich. Überraschung, ich habe dir mal was vorbereitet. Räder sind fertig. Das sieht doch ganz komplett aus. Besten Dank für den Aufbau. Wir haben hier das Focus Isalco Max Disc Di2. Das ist ein super leichter Diskrahmen mit einer Race-Geometrie. Damit sind wir sicher gebremst und kommen mit einem super leichten Komplettgewicht stabil über die Alpen. Um beim Thema German Engineering zu bleiben, haben wir uns hier bewusst für eine SRAM Red E-Tech-Gruppe entschieden. Top-Modell, wir brauchen hier das Leichteste am Start, um hier auch sauberst schalten zu können und natürlich auch mit entsprechender neuer, moderner Disc-Bremsanlage hier sicher die Abfahrt meistern zu können. Als Anbauteile haben wir die Vorbaulenker und Sattelstütze von Level 9. Das ist ein Carbonlenker von Level 9 und eine Carbon-Sattelstütze von Level 9, damit wir auch den entsprechenden Komfort haben. Hat einen schönen flachen Drop und greift sich wirklich gut. Natürlich benutzen wir einen Powermeter. Wir haben uns hier für die Quark-Variante entschieden. Ich denke, die preis-leistungsmäßig beste Kurbel, die man da verbauen kann. Wir fahren unterschiedliche Sättel an den Rädern. Selber sitze ich auf einem Physic Aerion, wo sich mein Arsch schon über die Zeit dran gewöhnt hat. Christopher selber fährt einen Selle Italia SLR, der dich auch schon so einige Zeit begleitet. Ne? Björn hat sich klassischerweise für einen Look Keo entschieden, klassisches Rennradpedal. Ich hingegen setze da weiterhin auf meine MTB-Technik und tanze hier etwas aus der Reihe. Aber altes bewährtes System, never change the running system. Das sind die Räder, die uns 2018 begleiten werden. Thema Disc, ganz groß für uns. Wie seht ihr das Thema? Habt ihr euch an den Look schon gewöhnt oder mögt ihr es lieber klassisch? Wie sich die Räder schlagen, seht ihr in den kommenden Videos.